So, weiter geht es bei Black Mirror. Wir sind bei Eleanor angelangt und wollen uns ein wenig mit ihr unterhalten. Also quatsche ich nicht viel selbst, sondern lasse Samuel ein wenig mehr quatschen. Wir beginnen mit William. Sag mir bitte, Eleanor, wann hast du William zuletzt gesehen? Das ist schon sehr lange her. Ja, ich erinnere mich. Er hat mich vor 2 Jahren besucht, zusammen mit Robert. Es war schön, nach so langer Zeit die beiden wiederzusehen. Wie lange blieben Sie? Weniger als einen Monat, glaube ich. Warum fragst du eigentlich? Ich versuche, die Teile eines Puzzles zusammenzufügen. Ich verstehe. Erinnerst du dich an irgendeine ungewöhnliche Begebenheit bei diesem Besuch? Hat sich William normal benommen? Ich erinnere mich nicht, dass er sich... Oder vielleicht doch. Wenn ich mich recht erinnere, zeigte er großes Interesse an unserem Familiengrab. Das hat mich überrascht. Er war davon ziemlich besessen. Um ehrlich zu sein, er hat mir ständig dazu Fragen gestellt. Und schließlich überredete er mich, ihn hineinzulassen. Ich wollte eigentlich nicht, dass die Ruhe meiner Vorfahren gestört wird, aber am Ende gab ich nach. Ich weiß aber nicht, was er damit bezweckt hat. Er wollte meine Fragen nicht beantworten, obwohl ich ihn direkt gefragt habe. An dem Tag hat er sich tatsächlich seltsam benommen. William war in dem Grab, aber er fand nichts, wie er in seinem Tagebuch auch vermerkt hat. Ich habe Williams persönliches Tagebuch gefunden, Eleanor. Ich habe alle wichtigen Notizen gelesen, und zwar mehrmals. Er erwähnt das Grab, von dem du gesprochen hast. Bist du sicher, dass er dir nichts davon erzählt hat? Fällt dir sonst noch etwas ein zu seinem Besuch? Seitdem ist viel Zeit vergangen, Samuel. Aber mein Gedächtnis ist noch in Ordnung. Warum er sich so sehr für diesen Ort interessierte, hat er mir nicht anvertraut. Überhaupt nicht. Ich verstehe. Wahrscheinlich hast du von dem Fluch gehört, der schon so lange auf unserer Familie lastet. Was hältst du davon? Vom Fluch der Gordons? Du als aufgeweckter junger Mann dieses modernen Zeitalters glaubst doch nicht an solche Märchen, Samuel. In den Chroniken steht, dass die letzte Ruhestätte Durkheim Gordons sich auf diesem Gut befindet. Vielleicht ist damit euer Familiengrab gemeint. Das glaube ich nicht. Das Grab ist alt, aber nicht älter als 200 Jahre. Soviel ich weiß, reichen die Erzählungen über Durkheim viel weiter in die Vergangenheit. Das Einzige, was ich von ihm kenne, ist das Denkmal, das seinen Namen trägt. Selbst wenn in den Chroniken die Wahrheit stünde, sein Grab wäre sicher schon vor langer Zeit verfallen. William wusste, dass Durkhams Schlüssel irgendwo auf dem Gut ist. Ich muss irgendwie in dieses Grab gelangen. Eleanor, kennst du diesen Mann? Er erinnert mich an jemanden, aber ich könnte mich täuschen. Sollte ich ihn kennen? Oh, ich denke schon. Er war Williams Schützling. James! Ich habe ihn auf diesem Foto nicht erkannt. Ich kenne ihn nur als kleinen Jungen. Oh, wo ist er jetzt? Er ist in Roberts Obhut, im Sanatorium von Ashbury. Immer noch? Armer Junge. Als kleiner Junge war James völlig normal. Aber als er älter wurde, wurde seine seltsame Krankheit immer schlimmer. Sein Zustand verschlechterte sich so schnell. Am Ende hat William ihn Roberts Fürsorge anvertraut. Armer Junge. Ich bin froh, dass du es mir gesagt hast. Wenigstens kann ich für ihn beten. Wales? Ich erinnere mich an meinen letzten Besuch hier. Es überrascht mich allerdings, dass du dich an mich erinnerst. Aber natürlich erinnere ich mich an dich. Ich habe nicht mein ganzes Leben hier verbracht, weißt du? Einige Jahre davon verbrachte ich im Schloss Black Mirror. Mein Gedächtnis ist das Einzige, worauf ich mich noch voll verlassen kann. Damals warst du noch sehr jung. Ich kann gut verstehen, dass du dich nicht an die langweiligen Besuche entfernter Verwandter erinnerst. Ich würde auch gerne mit Richard sprechen. Kannst du mir sagen, wo ich ihn finde? Ah, Richard. Ich weiß es nicht. Wir sehen einander kaum. Bevor du mich fragst, ich sage dir warum. Es liegt an seinem verdammten Chemielabor und seinen unsinnigen Experimenten. Weißt du, in jungen Jahren war er ein engagierter Wissenschaftler, hat aber nie den Durchbruch geschafft.
Vor einigen Jahren hörte er zu experimentieren auf und ich dachte, das war's. Aber vor kurzem hat der alte Dussel wieder mit diesen albernen Experimenten angefangen und verbringt jetzt seine Zeit lieber mit Mikroskop und Formeln als mit mir. Also weißt du nicht, wo ich ihn finde? Im Moment bin ich wütend auf ihn. Es interessiert mich nicht im Geringsten, was er macht und wo er ist. Ich habe ihm verboten, Experimente im Schloss zu machen, weil ich Angst habe, etwas könnte schiefgehen. Wenn du mit ihm sprechen willst, geh in das alte Haus im Garten. Die meiste Zeit schließt er sich dort mit seinen Chemikalien ein. Du wirst ihn dort bestimmt finden. Was ist mit den Leuten immer los hier in der Gordon-Familie? Die sind doch alle irgendwie ein bisschen komisch, ne? Darf ich erfahren, in welchem Zimmer ich heute Nacht schlafen soll? Louis wird unser Gästezimmer im Ostflügel für dich herrichten. Es ist warm und gemütlich. Du bist mein Gast. Danke. Und was die hier alle für prunkvolle Häuser haben, ne? Oh, hier im Ostflügel bekommst du dein Gästezimmer, im Schlossgarten. Wusstest du, dass ich, nachdem ich einen ganzen Tag unterwegs war, beinahe nicht an eurem Haupttor vorbeigekommen wäre? Ja, das weiß ich. Louis wollte dich nicht hereinlassen. Du musst ihm verzeihen, er befolgt nur seine Anweisungen. Oh, es lag nicht nur an Louis. Die Türklingel ist kaputt. Oh, naja, hier fällt langsam alles auseinander. Vieles funktioniert nicht mehr richtig. Das Schloss verfällt allmählich. Richard kümmert sich nicht um diese Dinge. Und alleine schaffe ich das alles nicht. Ich bin froh, dass ich wenigstens Louis habe. Ohne seine Hilfe wäre der Garten schon lange verkümmert. Kannst du bitte Louis sagen, er soll diese dumme Türklingel reparieren? Aber sicher. Ja, mit dem Louis haben wir noch eine Rechnung offen, ne? Er hat uns ja nicht reingelassen. Da wird Samuel aber wieder böse werden. Abgesehen davon haben sie es ja alle mit ihren Schlössern und Gärten und ihren, ja, Gärtnern, die irgendwie alles machen müssen. Also irgendwie ist das so eins zu eins dasselbe, ne? Wie bei der Victoria und Henry. Und was mit Henry passiert ist, das wissen wir ja alle. Eleanor, hast du so etwas je gesehen? Nein, was soll das sein? Oh, ich hatte gehofft, dass du mir das vielleicht sagst. Tut mir leid. Laut Williams Tagebuch müsste sich ein ähnliches Objekt irgendwo hier auf dem Gut befinden. So etwas habe ich noch nie gesehen. Würdest du mir erlauben, das Gelände um das Schloss abzusuchen? Gerne. Fühl dich wie zu Hause. Sag Louis nur, dass du mein Gast bist. Sieh dir diese Fotos an. Sagen dir die Bilder etwas? Nein, leider nicht. Was bedeuten denn diese Symbole? Das weiß ich selbst noch nicht genau, aber ich hoffe, es herauszufinden. Ich glaube, ich gehe jetzt. Ja, das finde ich gut, damit wir... Ach, sie klimpert uns direkt irgendwas vor. Gucken wir mal in den Spiegel, kriegt dann wieder Kopfweh. Ein gewöhnlicher Spiegel, nichts Besonderes. Warte, Schmuckkasten. Er ist aus dunklem Mahagoniholz angefertigt. Im Deckel ist ein Schachbrett mit nur 9 Feldern. Gehört das nicht dann dazu vielleicht? Achso, wir können hier gar nichts mehr machen. Eleanor. Ich mag ja den Namen Eleanor, obwohl ich immer an diesen, obwohl ich dann halt an, wie heißt der noch? Das Geisterschloss denken muss, den Film. Mit Eleanor, mit diesen Kindern. Aber den mochte ich immer gerne, mit Catherine Zeta-Jones. Das Wappen des walisischen Clans. Unser Familienzweig ist viel älter. Unser ist viel älter, Nini. Ich bin ja der bessere Gordon. Matthias Gordon, Eleanors Vater. Er war ein berühmter Konzertpianist. Ja, sie trauert hier so vor sich hin mit ihrem Gedudel. Das Holz knistert leise in den lodernden Flammen. Das ganze Zimmer ist gemütlich und warm. Ja, aber sie macht's mit ihrer traurigen Horrormusik irgendwie nicht mehr so gemütlich, finde ich. Ein Stuhl. Handgeschnitzt. Ich will vor heute Abend nicht ruhen. Ist das Ruhen, wenn man sich mal hinsetzt? Nachdem er hier in der Mine war und mit Wölfen gekämpft hat und so. Nö, bloß nicht hinsetzen. Die Treppe führt zu den Räumen im Obergeschoss.
Ich gehe heute Abend auf mein Zimmer. Na gut, Fahnen. Ich kenne diese Wappen nicht. Es sind nicht unsere. Vielleicht sind es die Wappen von Eleanors entfernten Verwandten. Ja, hast ja nicht viel aufgepasst, ne? Bei dir in der Familienchronik. Bei den Gordons. Na, na, na. Ja, gut, dann, was kann ich jetzt hier machen? Wo komme ich denn hier weg? Er geht nicht nach oben, er geht nicht hier lang. Wo geht's denn raus? Bin ich doof? Ach, da. Alles klar. Tschüss. Ja, schick hier. Schick, schick. Was hat er denn, was ist denn das hier? Das sind die Klöten. Ja. Blumen. Wir schauen uns die Blumen an beim Springbrunnen. Springbrunnen finde ich schön, deswegen gehen wir zum Springbrunnen. Ich weiß nicht, was das für Blumen sind, aber sie duften schön. Ja, und hier ist wenigstens auch nicht mehr das Klimper zu hören. Das Wasser ist ganz sauber. Keine Algen oder Dreck. Nicht so wie bei Henry. Der hat ja sowieso gar nichts gemacht. Das erinnert mich an unseren verhängnisvollen kleinen Brunnen. Das Wasser ist ganz... Yep. Das Rechtsklick. Was ist hier noch so? Nichts. Das Wasser ist... Das hat mich daran nämlich auch sofort erinnert. Das erinnert... Na gut. Achso, hier kann man noch... Wollen wir noch Blumen... Kann man Blumen pflücken? Ein kleines Sträußchen. Es gibt viele davon. Wahrscheinlich mögen sie Feuchtigkeit. Doch ein kleines Sträußchen für Eleanor mit. Die freut sich, wenn sie mal Blumen bekommt. Bestimmt. Nein, ich will nicht den Springbrunnen. Ich wollte ihn hier. Ach, Fenster. Dann gucken wir mal ins Fenster. Guck mal heimlich durch die Fenster, Samuel. Ich kann nichts erkennen. Das Glas ist völlig verdreckt. Vielleicht ist dieser Teil des Hauses unbewohnt. Genau das Richtige für unsere Erkundungstür... Tour. Ja. Nix. Kann man hier oben irgendwas sich noch angucken? Zur Weggabelung. Gehen wir mal zur Weggabelung. Finden wir da den... Ja, habe ich mir schon gedacht. Ach, er spritzt jetzt hier die Bäume, damit der hier genauso toll aussieht wie der am Ende, oder? Dann geh mal zu Luis. Ach, das ist der Hausmeister. War das auch der von gerade eben? Können wir miteinander reden? Das war der. Ja, okay. Was wollen Sie? Wissen Sie, dass die Klingel am Haupttor nicht funktioniert? Ja, ich weiß. Aber ich habe nur zwei Hände. Wenn ich mit meinen anderen Pflichten fertig bin, kümmere ich mich darum. Nun, Sie sollten sie eigentlich gleich reparieren. Es ist Eleanors Wunsch. Okay, ich mache das hier zu Ende. Dann repariere ich sie. Ich glaube, ich gehe jetzt. Ja, es ist ja nicht dein Gärtner, ne? Dann, oder Hausmeister. Dann darfst du den nicht anschreien. Ich hatte fast das Gefühl, aber da hat er jetzt wieder Bock zu. Gucken wir uns mal den roten Baum an. Ich habe noch nie Blätter von so kräftiger Farbe gesehen. Wahrscheinlich ist das eine ganz besondere Art. Ja, sieht schon nicht schlecht aus, so ein Blutbaum. Zum alten Garten. Sir? Was hat er denn jetzt? Dürfen wir da nicht hin? Kratzt sich erstmal am Hintern. Dieser Weg führt zum alten Garten. Besucher dürfen nicht dorthin. Madame hat mir die Erlaubnis gegeben, mich als ihr Gast frei zu bewegen. Oh, in dem Falle ist alles in Ordnung, Sir. Ja. Hat mal einen Rand da hinten. Mach die Klingel. So, das sieht doch ganz nice aus. Was haben wir hier? Turmfenster. Von hier aus kann man nicht hineinsehen. Echt schön hier, gerade so. Also die Stimmung, die Atmosphäre, die Lichter. Ja, ein bisschen wie gemalt. Ein alter Wassergraben. Er könnte recht tief sein. Mit den Jahren wurde er von Gestrüpp überwuchert. Kannst du jetzt da reingucken? Ach so, nee, dann geht er wieder dahin. Ja, von hier aus...
Okay, geh mal hier so längs. Was ist hier? Was? Trockener Brunnen. Ich würde sagen, er ist von dem alten Schloss erhalten geblieben. Genau wie das alte Tor. Wann ist da wohl das letzte Mal Wasser geflossen? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es trotzdem schön hier ist. Also ich würde mich da jetzt gerade gerne so hinsetzen wollen. Ich mag ja so kleine Plätze. Nach Aussage von Eleanor muss Richard irgendwo in diesem alten Haus sein. Es scheint verlassen zu sein. Aha. Es wird ja immer interessanter hier. Ich wollte nur sagen, ich mag gerne so alte Plätze. So nicht alte Plätze, so wenn es ein bisschen auch verwittert ist, wenn es so ein bisschen auch vor sich hin blüht, wenn da nicht so viele Menschen sind, so dass man, ja, wo es ganz ruhig ist und schön blüht und Schmetterlinge. Ja, ich mag Schmetterlinge, wir wissen es langsam. So, zugenageltes Fenster. Holztreppe erstmal. Die Treppe sieht nicht sehr stabil aus. Die unteren Stufen sind kaputt. Ich kann da nicht hoch. Da ist kein Eingang. Diese Bretter scheinen neuer zu sein als die anderen am Haus. Jemand muss erst vor kurzem das Loch repariert haben. Mysteriös. Palette? Die hat jemand hier abgestellt. Nichts, was für mich von Interesse wäre. Okay. Und dichtes Dach? Durch das Loch kommt bestimmt eine Menge Wasser rein, wenn es regnet. Wenn Richard sich in diesem Haus aufhält, dann bestimmt nicht in dem Zimmer mit dem Loch in der Decke. Ja, okay. Dee und J.B. Fraser. Die Namen kenne ich nicht. Ja, dann gehen wir jetzt an die Tür. Mal gucken. Ist zu, ne? Oder es macht keiner auf. Abgeschlossen. Ja, das war mir auch klar. Aber ich nehme die Tür trotzdem immer am Ende. Sie bewegt sich nicht einen Millimeter. Offenbar steckt der Schlüssel von der anderen Seite im Schloss. Ja. Abgeschlossen. Nee. Ich probiere das trotzdem immer aus. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich weiß, dass das für später für irgend so ein geheimes Rätsel wieder ist oder so, aber trotzdem. Zur Kapelle. Gut, da gehen wir jetzt gleich hin, aber erst im nächsten Part. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Du bleibst hier, Samuel. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und bis dann. Tschüss.